Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gepflegten Internethaltung. Ich bin's wieder, euer Domi, und heute sind wir wieder bei Creepypastas. Unsere heutige Creepypasta basiert auf den Tamagotchi-Spielen der 90er Jahre, spezifisch auf ein Gameboy-Spiel davon. Und die Creepypasta nennt sich Don't Put It Down, also auf Deutsch, leg es nicht ab. Und ich würde sagen, legen wir gleich mal los. Der Gameboy war meine liebste Handheld-Konsole, als ich noch ein Kind war. Als ich meinen ersten Gameboy hielt, nahm ich ihn überall hin mit. Es war fast, als wäre ich mit ihm verbunden. Ich hatte alle möglichen Spiele, von Pokémon über Bomberman, Wario Land, Weltraumshooter und Arcade-Spielen. Ein Spiel, das ich damals besaß, gehörte meiner Cousine, Paige. Es hieß Tamagotchi und basierte auf dem gleichnamigen Spielzeug, die in den 90ern so beliebt waren. Sie war ein Riesenfan und hatte alle möglichen Tamagotchis in allen möglichen Hautfarben. Die Prämisse des Spiels war simpel, aber dennoch verdammt schwer. Man fängt damit an, eines der 8 Eier zu wählen. Dann gibt man ihnen einen Namen, ja, was ziemlich sinnlos war, denn man hatte immer erst erfahren, welches Geschlecht man hatte, sobald es geschlüpft ist. Das konnte man dann anhand der Haut bemerken. Eine schwarze Haut bedeutete, dass dein Tamagotchi männlich war, eine weiße, dass es weiblich ist. Je nachdem, wie gut du dich um das Haustier kümmerst, wird es in verschiedene Charakter wachsen. Aber wenn du es zu lange ignorierst, wird es sterben. Eines Tages besuchte ich Paige bei ihr zu Hause. Sie hat ihr Zimmer aufgeräumt und wollte einige Sachen loswerden. Eine dieser Sachen war ihr Gameboy. Überraschenderweise funktionierte er noch. Ich war damals noch sehr jung, in etwa 10 Jahre, also war ich verrückt nach solchen Spielen. Du gibst mir deinen alten Gameboy? Aber ich dachte, du liebst diese alten Dinger. Naja, ich habe ihn einfach satt und da ich nicht weiß, was ich sonst damit soll, dachte ich mir, ich gebe ihn dir. Sie lächelte und überreichte mir den Gameboy und ein graues Spiel. Ich schaute mir das Etikett an. Das Spiel war, natürlich, Tamagotchi. Aber etwas war anders. Das Etikett sollte eigentlich 3 Bilder zeigen, auf denen kleine Kreaturen von ihren Eiern schlüpfen und lächeln. Aber auf dem letzten Bild schien die Kreatur krank zu sein. Ja, fast zu sterben. Ich verwarf den Gedanken. Wahrscheinlich ist das Etikett einfach abgenutzt. Ich steckte das Spiel in den Gameboy, um es sicher zu halten, bis ich heimkam. Als ich endlich daheim war, ging ich sofort in mein Zimmer, um zu spielen. Als ich das Spiel aktivierte, merkte ich, dass das Opening leicht verändert wurde. Im Original sah man ein kleines UFO, das auf die Erde fällt und in der Nähe einer Stadt bruchlandet. Aber stattdessen schien das UFO direkt in die Stadt zu stürzen und ein Feuer zu verursachen. Ich war etwas skeptisch, aber wahrscheinlich war es nichts. Ich wählte das Optionsmenü und sah mir das Gedenkbuch an. Falls ihr damit nicht vertraut seid, das Gedenkbuch ist eine kleine Zusammenfassung aller Tamagotchis, die auf einen Spielstand gestorben sind. Ein Fenster war noch leer, da kein weiteres Tamagotchi gebrütet wurde, aber die 2 anderen schienen eigenartig. Eines der Tamagotchis, das meine Cousine Buffy genannt hatte, hatte ein Totenkopf-Icon, dort wo eigentlich das kleine Porträt des Tamagotchis sein sollte. Das andere, Kevin, sah aus, als ob es schlafen würde. Darunter stand SCKPRSN, was wahrscheinlich Sick Person, also kranke Person, heißen sollte. Ich war etwas schockiert, sowas hatte ich noch nie in einem virtuellen Haustierspiel gesehen. Nicht nur, dass so etwas überhaupt auftauchen würde, aber was bedeutet es? Dass jemand seine Tiere zurückgelassen und so dem Tod überlassen hatte? Wie auch immer, ich startete das Spiel und wählte ein gepunktetes Ei. Ich konnte mich nicht wirklich für einen Namen entscheiden, aber aus irgendeinem Grund war ich mir sicher, dass ich ein Weibchen bekommen würde. Also nannte ich es einfach Sarah. Ich wartete etwa 5 Sekunden, bis das Ei geschlüpft ist, und tatsächlich war es ein Weibchen. Es sah aus, als hätte es einen traurigen, oder vielleicht auch nur gelangweilten Gesichtsausdruck. Ein scharfer Piepton erschrillte vom Gameboy, was wiederum bedeutete, dass sie hungrig war. Also wählte ich das Futter-Icon und es gab 5 Möglichkeiten zur Auswahl. Ein Stück Brot, eine Fleischkeule, eine Karotte, ein Stück Kuchen und Eiscreme. Ich wählte das Fleisch und typisch für das Spiel fiel es neben meiner Sarah zu Boden und sie fraß es genüsslich. Dann bemerkte ich das Eigenartige. Sie fing an zu gähnen und der dazugehörige Soundeffekt spielte vom Gameboy. Sarah fing an zu schlafen und ich machte das Licht aus. Der Bildschirm wurde komplett schwarz, aber kaum, dass ich das virtuelle Licht ausgeschalten hatte, könnte ich schwören, ich hatte eine Nachricht auf den Screen erkennen können. Nur für eine Sekunde. Bitte, lass mich nicht allein wie bei den anderen. Als 10-jähriges Kind war ich geschockt. Hatte mein Tamagotchi mit mir gesprochen? Eine Weile später wachte sie wieder auf. Ich konnte es daran erkennen, dass ein lautes Bing von meinem Gameboy erklang. Was bedeutet, dass mein Tamagotchi entweder lachte oder jubelte. Du bist eben erst aufgewacht. Nach gut 3 Minuten wilden Herumspringens verfiel sie wieder ins Schlaf. Aber diesmal schien sie einen Albtraum zu haben, da sie ein verängstigtes Gesicht im Schlaf zu ziehen schien und fast schon zitterte. Eine ruhige Melodie spielte, während sie schlief, aber zusammen mit dem Bild schien sie schon fast zerstörend. Ich schaltete wieder das Licht aus und wieder sah ich eine Nachricht für den Bruchteil einer Sekunde.
Leg es nicht ab, oder ich werde nicht mehr aufwachen. Jetzt hatte ich Angst. Es war, als würde mein virtuelles Haustier durch den Gamer mit mir reden. Etwas zögernd tat ich, was sie mir sagte, und hielt es für eine lange Zeit in meinen Händen. Aber dann wirkte Sarah fast schon deprimiert. Ich merkte den kleinen Schatten über ihrem Kopf, was bedeutet, dass sie krank war. Aber was mich wirklich irritierte, war der Hintergrund mit der Stimmung. Aber was mich wirklich irritierte, war, dass der Hintergrund mit der Stimmung meiner Sarah immer deprimierender wurde. Sie wurden dunkler und fingen an zu weinen. Sie schien sogar den Screen entlang zu grauchen. Und desto kranker sie wurde, desto langsamer wurde ihr Kampf. Plötzlich flackerten die Lichter und die Nachricht, die ich diesmal erhielt, war klar. Hilf mir! Hilf mir! Ich werde es nicht schaffen! Hilf mir! Ich fühle mich wirklich schlecht. Meine Sarah war bereits dabei zu... Ich fühlte mich wirklich schlecht. Meine Sarah war bereits dabei zu sterben, obwohl sie doch eben erst geschlüpft war. Was eigentlich mit meinem Können in diesem Spiel nicht allzu selten war. Also wählte ich schnell das Medizin-Icon aus. Aber etwas war komisch. Ich versuchte das Menü zu öffnen und ich haschte einen kurzen Blick auf die zwei Optionen, die ich hätte, um Sarah zu heilen. Aber das Menü schloss sich, bevor ich eines auswählen konnte. Ich versuchte es nochmal. Aber das Menü würde sich nicht öffnen. Die Lichter flackerten noch einmal um die Nachrichten, sagte dieses Mal, du warst zu langsam. Danach flackerte der Bildschirm wie verrückt, während der Todesanimation mein kleiner Blob schien zu sterben. Ihr Körper lag still dort, niedergeschlagen. Es gab nichts, das ich tun konnte, während der Bildschirm weiter flackerte. Ich konnte nichts auswählen, nicht einmal den Cursor bewegen. Ich bemerkte, dass sich ihr Raum zu verändern schien. Alle paar Sekunden flackerte der Screen und Nachrichten wie Verräter und Herzlos erschienen und ein allerletztes Mal flackerte es nochmal, du bist eine kranke Person. Ich war wirklich zerstört. Was habe ich mein Haustier angetan? Ich habe nur versucht, mich um es zu kümmern. Was meinte es mit, du warst zu langsam? Vielleicht meinte sie, dass ich das Spiel nicht schnell genug aufgenommen hatte? In einer letzten Cutscene konnte ich sehen, wie meine Sarah einfach da saß. Tot, in einem grauen, düsteren Hintergrund. Normalerweise zeigte der letzte Teil der Todessequenz, wie sich dein Haustier in einen Engel verwandelte und über den Bildschirm flog. Oder ein Geist, falls du die japanische Version spielst. Aber stattdessen schien meine Sarah einfach zu schweben, als würde eine unsichtbare Hand sie durch den ganzen Raum schleifen. Nach einer Minute fing Sarah an zu verrotten, in sich zu zerfallen. Nach all dem verblasste das Bild und ein letzter Textbox erschien. Warum? Warum hast du mich verlassen? In meinem ganzen Leben war ich nie so verängstigt. Ich löschte meine Daten, so gut wie ich es nur konnte, und versteckte das Spiel an einen Ort, den ich vergessen würde. Und das war Don't Put It Down, unsere erste Tamagotchi Creepypasta, oder vielleicht sollte ich lieber sagen, unsere erste Creepypasta à la ich habe etwas zurückgelassen und nehme es nun wieder auf in Form eines Spiels. Es gibt viele davon, so wie Pokémon Dead Channel, Noodles und viele andere, die ich sehr wahrscheinlich irgendwie nochmal machen werde. Und war es gut? Ja, meiner Meinung nach durchaus. Ich meine, zuerst mal muss man denken, der Protagonist war 10 Jahre alt. Natürlich verängstigt ihn viel, was für uns nicht allzu besonders ist. Außerdem, bei einem 10-Jährigen kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass er Sachen sieht, die etwas eigen auf den Screen wirken, als ich einfach sagt, okay, das ist das Spiel, na gut. Schön, nehme ich hin. Bei anderen Protagonisten habe ich oft das Problem, sie sind erwachsen. Es gibt keinen Grund, warum sie es nicht beachten würden. Das mal so beiseite. Davon abgesehen, es war zumindest technisch gesehen nicht schrecklich. Es hätte alles im Verlauf des Spiels funktionieren können. Wenn man etwas hackt, natürlich wäre es möglich, es wäre ganz gut gewesen. Und selbst wenn wir das Paranormale mit einbeziehen, muss ich zugeben, es wirkte niemals zu hineingepusht. Die Idee mit den Nachrichten war ganz nett und ich muss zugeben, ich habe etwas Sorge, meine alten Tamagotchis wieder auszukramen, denn ich weiß, dass ich verdammt schlecht bei ihnen war. Habt ihr auch irgendwie so alte Tamagotchis und alte Spiele, wo ihr Sachen geliebt habt und sie einfach nie wieder aufgenommen haben? Falls ja, lasst mir nochmal einen Kommentar und nicht vergessen, falls ihr Vorschläge habt, welche Creepypastas ihr in nächster Zeit hören wollt, besonders jetzt, da gerade Halloween ist und ich meinen Uploadplan ein bisschen darauf anpasse, schreibt mir das in die Kommentare oder schickt mir eine PN. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye bye. Jetzt noch den hier und... Tja, okay. Oh, mir geht's gut. Das Spiel ist richtig witzig. Ach, zu dumm, dass ich es so lange nicht gespielt habe. Ich hätte viel früher anfangen müssen. So, Checkpoint. Oh, das mit den eigenen Checkpoints setzen ist auch eine super Idee.